eigentlich habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, lass uns doch mal ein bisschen Tretboot fahren. Und da hat er gesagt, nee, das Boot wäre sonst zu schwer. Ich glaube, damit hat er mich gemeint. Aber ich kenne ja meinen Mann und weiß, dass er immer Spaß macht. Deswegen nehme ich das gar nicht ernst und bin auch nicht böse. You were on fire when I met you. Born with a longing for the open road. You had a hunger burning in your heart. Hallo, hallo! Oh Gott, ist der Luki groß. Stehst du auf Zehenspitzen? Nee. Nee? Okay, ich bin klein. Die kleine Italienerin in Kroatien. Ihr habt es euch schon gedacht, wir sind nicht zu Hause. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Wir sind nämlich hier im Urlaub. Und viele von euch haben sich das gewünscht, dass ich euch mitnehme, quasi auf diese Reise. Ich bin ehrlich, wir haben die Kamera jetzt ein paar Tage ausgelassen und haben die Tage hier genossen. Das haben wir auch wirklich dringend gebraucht. Aber es ist so, so schön hier und deshalb zeige ich es euch natürlich wahnsinnig gerne. Wir laufen jetzt noch mal ein Stück ins Dorf rein. Da ist nämlich noch mal eine große Hüpfburg im Meer. Bei uns im Hotel ist auch eine Hüpfburg und verschiedene Pools und so weiter. Aber das kennen die Jungs ja jetzt schon und deshalb wollen wir noch mal ein Stück vorlaufen. Außerdem haben wir so viel gefuttert, dass wir jetzt einen kleinen Verdauungsspaziergang brauchen. Und ja, ich nehme euch mit, wünsche euch ganz viel Spaß. Schaut es euch an, wie schön es ist. Ja, damit ihr das Meer auch ein bisschen zu Hause habt. Und ja, das haben wir übrigens alles selbst bezahlt hier, ne? Nur zur Info, es ist nicht gesponsert. Wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Es ist einfach so herrlich hier, das Meer. Glasklar. Wirklich ganz, ganz toll. Es gibt auch viele Möglichkeiten für Kinder. Also hier gibt es natürlich so Tretboote, Jetski, Paragliding und so weiter. Ja, und wie gesagt, da vorne sind die Hüpfburgen und da laufen wir jetzt hin. Gut, dass ich einen Lissandro dabei habe. Perfekt, Lissandro. Schaut mal. Was ist das denn? Zu viel Pizza? You were on fire when I met you. Born with a longing for the open road. You had a hunger burning in your heart. Enough to tear the world. Da ist die Hüpfburg, da gehen jetzt meine Jungs drauf. Gar nicht so viel los, ne? Also die muss man halt separat bezahlen. Mein Mann vermutet, dass deshalb wenig los ist, keine Ahnung. Aber die Jungs freuen sich jetzt drauf. Eine Stunde haben wir jetzt bezahlt und die lassen wir jetzt mal eine Runde hüpfen. So, wir sind wieder zurück. Ey, das ist so weit gewesen. Also circa 2 Kilometer mit der Sonne. Ich bin total durch. Und es gibt gleich Mittagessen. Das haben wir uns jetzt aber wirklich verdient. Und danach wollen die Jungs nochmal da hinten auf die Hüpfburg. Und ich stärke mich jetzt aber erstmal weiter. Ist auch nicht so sinnvoll, ne? So süßes Getränk zu trinken, aber egal. Wir sind ja im Urlaub. Auf geht's zum Essen. Lass dir schmecken, Luki. Danke. Was hast du? Gulasch, Frikadelle. Und Pommes. Und Pommes, genau, mit Ketchup. Lecker. Ich habe eine Kartoffelsuppe. Und weiter geht's. Ich habe jetzt hier so einen gemischten Teller mit Gnocchi, Risotto. Das ist gegrilltes Gemüse. Dann hier sind Kartoffeln und ich weiß nur das italienische Wort dazu, das Gemüse. Keine Ahnung, wie das heißt. Eine Kartoffel und Salat. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Lecker war's. Und jetzt gibt es noch einen Nachtisch. So einen kleinen Kuchen und Honigmelone. Hier wird so viel gefuttert. Ich habe auch schon ganz schön zugenommen. Scherz. Like outlaws on the west coast, leaving our footprints in the wet sand. Now
like a remedy. And our world is a forgotten land. 'Cause I can see the fire in your eyes. Pardon? No. What's that for song? It's probably going to be the hour. Yeah. Alle sind jetzt schon gegangen. Es gibt nämlich jetzt gleich Abendessen. Aber da vorne sind noch zwei Kinder. Und ich glaube, die gehören zu mir. Da sind sie. Die haben Spaß, ne? Auf geht's zum Abendessen. Da draußen ist voll die Party. Und wir sind schon fertig und die anderen natürlich wieder nicht, ne? War ja klar. Ah, cool, das ist voll das Partyschiff. Da, seht ihr das? Ist übrigens heute der erste Tag nach 5 Tagen, glaube ich, dass ich mich mal wieder schminke. Ich war jetzt 5 Tage komplett ungeschminkt. Aber ja, heute habe ich mich mal ein bisschen zurecht gemacht. Jo, und jetzt warten wir mal auf die anderen Männer. Toll. Ich habe voll Hunger. Hast du auch Hunger, Schatz? Ja. Okay. Komm, wir gehen am besten schon mal. Meine Haare sehen übrigens auch aus wie Kraut und Rübe, ne? Also die verabschieden sich in alle Himmelsrichtungen. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Aber ich föhne die natürlich auch nicht oder glätte die nicht. Ich mache mir einfach immer nur so einen Zopf. Und wenn ich die aufmache, sind die halt so ein bisschen gewellt. Naja, egal. Ich wollte ja jetzt nicht heiraten gehen, ne? Kommt der Luki jetzt? Ja. Wie kann man nur so lange brauchen? Ey? Nicht mal ich brauche so lange. Ich brauche 10 Minuten. Duschen, anziehen, fertig. So, hier draußen auf der Terrasse sitzen wir meistens, wenn der Tisch frei ist. So sieht es jetzt aus. Oder wir setzen uns an den hier drüben. Und dann haben wir hier den Ausblick aufs Meer. Es ist jetzt leider natürlich schon dunkel. Klar. Aber ich kann euch das Ganze ja dann morgen nochmal zeigen. Ach schön, da spielen ein paar Kinder, sehe ich gerade. Wie süß. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Und auf der anderen Seite ist ja auch noch der Pool. So sieht der Pool jetzt hier von der Seite noch aus. Jo. Und oben ist auch nochmal eine Terrasse. Also ganz oben. Da könnte man sich auch noch hinsetzen. Da zeige ich euch dann am Schluss des Videos den Sonnenuntergang, den der Alessandro mit unserer neuen Kamera gefilmt hat. Ja, das sah ganz schön aus. Zeige ich euch dann am Ende des Videos. So, lecker war's. Total voll gefuttert. Allerdings sind die Nudeln hier nichts. Aber ist schon okay. Ich bin trotzdem satt. Wir sind mal reingekommen, weil es draußen jetzt doch ein bisschen frisch war. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen wieder bei euch. Bis dann. Tschüss. So, ich wollte euch doch noch kurz mein Outfit zeigen. Habe ich jetzt total vergessen. Jetzt hatte ich mich eigentlich schon verabschiedet und bis morgen gesagt. Also das ist mein Outfit. Das ist ja mein liebstes Kleidchen, also eins meiner liebsten Kleidchen. Es wird immer kürzer. Das kann ich echt nicht mehr lang tragen. Ich mache mich jetzt mal soweit ready. Und morgen wollen wir einen Ausflug machen. Ach, und übrigens, ich habe das Kleid auch noch hier in der Farbe, in dem Blau. Das ist jetzt falsch rum. Naja, okay, also stellt euch dieses Kleid quasi in Blau vor. Aber ich kann es euch ja dann nochmal zeigen. Also jetzt aber wirklich bis morgen. Guten Morgen aus Podaca. Wir frühstücken jetzt. Und ich wollte nochmal ganz kurz den wunderschönen Ausblick hier genießen. So sieht das hier aus. Und es ist so warm. Es ist richtig herrlich. Nicht zu warm, also es ist ein bisschen windig, was ja ideal ist. Und wir lassen uns jetzt erstmal schmecken, unser Frühstück. Und dann muss ich mal gucken, was die Männer machen wollen. Entweder an den Pool oder ans Meer. Und den Ausflug wollen wir ja heute auch noch machen. Genau. Guten Morgen. Jetzt auch nochmal so von mir. Wir sind jetzt nach dem Frühstück hierher gefahren. Und zwar zur Pension Franca. Das wollte ich mir gerne mal anschauen. Und zwar produzieren die hier Olivenöl. Und es interessiert mich. Wollte ich den Kindern auch mal zeigen, wie das jetzt hier gemacht wird. War sehr interessant. Ihr wisst ja, wie sehr ich es liebe, Olivenöl in meiner Küche zu haben. Und hier ist der wunderschöne Strand, der auch hier
richtig schön ist, meine Männer sind schon vorgelaufen, die wollten nämlich jetzt da vorne nochmal zu den Hüpfburgen, da sind auch welche. Und dann werden wir wieder zu unserem Hotel fahren, beziehungsweise zu den Hüpfburgen bei uns im Meer. Was soll ich sagen? Hallo Katzen! Na? Wie geht's euch? Wollt ihr mit nach Deutschland? Zur Bella? Hm? Die spielt so gern mit Katzen. Nee? Okay, dann bleibt lieber hier. Gefährlich, gefährlich. Wenn ich durch Italien gefahren bin, dann kommt mit der Auto. Genau. Mit unserem Panzer. So, das ist jetzt die Hinterseite vom Hotel. Wir haben jetzt gerade geparkt. Und jetzt gibt's Mittagessen. Oh, da freue ich mich. Ich habe mal wieder Hunger. Mal was Neues. So, und da geht's jetzt noch weiter. Also es ist richtig groß, das Hotel. Es gibt zwei Rezeptionen. Und da unten ist unser Zimmer. Da. Also so sieht es jetzt aus, wenn man reinkommt. Da ist eine Terrasse, da schauen wir direkt aufs Meer. So sieht es jetzt aus. Da ist die Hüpfburg. Hier hat ein Kind die Möglichkeit zu schlafen. Hier ist das Bad. Hier haben wir jetzt ein großes Zimmer mit zwei Betten. Davon haben wir zwei Stück. So ist jetzt nicht das Größte, aber es ist alles schön frisch und sauber. Alles ganz neu, richtig schön. Die Bettwäsche wurde gerade frisch bezogen. Und hier ist, wie gesagt, eins der anderen Zimmer und dann geht es noch weiter. Jo, und hier geht es dann wieder raus und da sind wir dann direkt am Meer. So. Laut. Ich wünsche mir Brot. Also was ist die Zutaten? Udo. Hast du die Karte? Ich wünsche mir Grün. Udo. Ja, aber nicht das Beste. Wir sind jetzt nach Makaska gefahren. Ich sage immer Madagaskar. Im Auto gerade der Luki hier. Und was machen wir dort? Und Alessandro, ja, wir schauen uns die Pinguine an. Ja, die veräppeln sich halt auch immer gegenseitig. Und deshalb rutscht mir das auch manchmal raus. Also Makaska. Ich hoffe, dass ich es richtig sage, nicht Madagaskar. Und hier sind so viele Hüpfburgen im Meer. Das ist richtig cool. Da hinten ist auch noch eine und das Meer. Könnt ihr das sehen? Das ist so glasklar, es ist wunderschön. Also wir sind ungefähr 40 Minuten gefahren und ja, jetzt verbringen wir mal den restlichen Tag noch hier. Richtig schön. Da vorne ist auch ein großer Markt. Ja, mega schön. Das Meer. Meine Jungs sind schon wieder auf dem Trampolin. Das ist unglaublich. Erst im Meer, dann hier. Und das hier ist jetzt die oberste Terrasse. Jetzt sind wir ganz, ganz oben. So sieht es jetzt hier aus. Richtig schön. Und hier hat Alessandro eben den Sonnenuntergang gefilmt, den ihr am Ende des Videos sehen werdet. Und hier seht ihr das Hotel jetzt nochmal von unten. Da ist der eine Pool. Und da ist der andere. Und da ist das Meer.
Alles ganz nah. Wenn wir da jetzt so langlaufen, dann sind da hinten unsere Zimmer in dem Gebäude. Und zwar hier. Und da ist ungefähr unseres. Ich sehe es jetzt nicht so richtig durch den Bildschirm. Auf jeden Fall haben wir ja die Sicht hier auf diese Hüpfburg im Meer. See the fire in your eyes, burning like a hurricane.